Hoher Besuch im Krone AT Sportstudio. Ich freue mich sehr, den Vater von Dominic Thiem begrüßen zu dürfen. Hallo Wolfgang Thiem. Hallo. Vielen Dank für den Besuch, freue mich sehr. Man kennt ja das Phänomen normalerweise eher von der anderen Seite, nämlich von prominenten Vätern, deren Kinder unter der erdrückenden Prominenz der Eltern leiden. Sie haben aber kein Problem damit, immer als der Vater von Dominic erdrückt. Nein, so schlimm ist es nicht bei Ihnen, nein, oder? Nein, Sie könnten ja schon sagen, also liebe Leute, ich freue mich eh, dass ich der Vater von Dominic bin, aber ich habe ja auch als eigenständige Person genug zu erzählen. Also darauf legen Sie keinen Wert, Sie können damit leben. Das war bei uns immer wichtig, dass im Endeffekt trotz der Erfolge von Dominic jeder auch beruflich seinen eigenen Weg geht. Also ich wollte jetzt nie in eine berufliche Abhängigkeit von Dominic kommen, deshalb war mir das auch immer wichtig, dass ich meine eigenen Sachen auch mache. Und das werde ich in Zukunft so machen. Sie werden überrascht sein, dass ich trotzdem das eine oder andere Wort über den Dominic verlieren mag. Denn mit so offenen Karten müssen wir schon spielen. Wir zeichnen ja jetzt auf, da es in wenigen Minuten mit der Partie bei den French Open von Dominic gegen Rüd losgeht. Sie wirken erstaunlich entspannt dafür, dass wir unmittelbar vor Beginn stehen. Ist das normal oder versuchen Sie, die Nervosität jetzt zu unterdrücken? Man ist sicherlich angespannt, das ist keine Frage. Ich glaube, dass der Erfolg beim US Open das Ganze jetzt schon ein bisschen erleichtert hat, weil mir ist das alles danach bewusst worden, wie wichtig dem Dominic das eigentlich war und das eigentlich sein sportliches Lebensziel war, ein Grand Slam-Turnier zu gewinnen, viel, viel mehr als einmal die Nummer 1 zu werden. Und das hat er erreicht. Und natürlich ist es genauso wichtig, dass man dann die Spannung aufrecht hält, dass man dann auch sich die nächsten Ziele steckt. Aber es ist ihm ein riesen Stein vom Herzen gefallen und somit ist da schon eine Erleichterung spürbar. Aber natürlich ist man vor jedem Match immer extrem angespannt. Aber ich glaube, da kommt dann nie so eine Routine rein, dass man jetzt sagt, jetzt hat er eh das gewonnen, jetzt sieht man das vielleicht ein bisschen entspannter, das nicht. Aber man gewöhnt sich irgendwie daran. So frech bin ich jetzt, dass ich erzähle oder ausplaudere, was mir Wolfgang Thiem vorher im Smalltalk erklärt hat. Er hat nämlich gesagt, ich schaue mir die Spiele in aller Regel alleine an, weil ich halte es nicht aus, wenn neben mir sitzt und mich hält in aller Regel auch keiner aus. Ist es wirklich so schlimm? Naja, ich schaue mir die meisten Matches mit meiner Frau gemeinsam an, weil da können wir uns gegenseitig ansticheln, wenn irgendwas nicht passt, das ist kein Problem. Aber was mühsam ist, wenn jetzt da halt mehrere Leute zuschauen, dann kommen immer diese Ratschläge. Das Schlimmste, ich habe mir vor Jahren einmal ein Match angeschaut in der Südstadt und dann sind halt dort 10 Leute gesessen und wenn es dann halt nicht so läuft, haben die halt sofort die Ratschläge und dann, das sind diese klassischen, wie beim Fußball, die Teamchefs und das braucht man halt dann gar nicht. Also wenn es dein eigenes Kind ist, ja, oder wenn es ein Spieler ist, zu dem du irgendwie einen Bezug hast, wo du halt klarerweise mitfieberst, dann ist das schon mühsam. Ja. Wenn das jetzt ein normales Match ist, überhaupt kein Problem damit, da können 20 Leute zuschauen und irgendwelche Tipps abgeben, das stört mich nicht, aber wenn das ein Spiel ist, zu dem du einen Bezug hast, ist das eher brauche ich das nicht. Wie oft haben Sie gemeinsam mit Peter Meuzer schon eine Partie von Dominic angeschaut? Haben wir auch schon einige. Der gilt ja auch als begnadeter Analytiker. Wir haben uns live einige Matches angeschaut, ich glaube sogar, dass wir gemeinsam dieses Del Potro-Match damals beim US Open. Wie ist seine Bilanz, haben Sie Buch geführt? Die ist sicher positiv. Also wird er weiterhin eingeladen? Der wird eingeladen, ja. Wie viel Kontakt haben Sie denn während so einer Turnierwoche oder während einer Turnierserie mit dem Dominic? Wie viel Nähe unter Anführungszeichen braucht er und wie viel verträgt er überhaupt gerade in entscheidenden Phasen? Ich glaube, da haben wir alles ein ganz gutes, da kriegt man ein Gefühl mit der Zeit. Ich meine, wir haben schon täglich Kontakt, wir telefonieren nicht täglich, aber per WhatsApp eigentlich jeden Tag. Und das ist im Endeffekt auch eine Vertrauenssache in das Team vor Ort. Ja. Da ist der Alex Stober, der Nicolas Massou, die, wie wir jetzt auch in Amerika gesehen haben, einen super Job machen. Der Lukas Leitner ist auch dort. Also der hat eigentlich jetzt vertraute Leute um sich. Und da geht es jetzt von unserer Seite her einfach nur darum, zu fragen, ob alles in Ordnung ist, ob er was braucht. Ein bisschen die Familiengespräche, die vielleicht gar nicht so sehr jetzt mit Tennis was zu tun haben. Aber das genügt, wenn wir das alle 2-3 Tage machen und dann vielleicht kurz über das Match sprechen, wie es war, ein bisschen über das nächste Match. Aber im Endeffekt, das ist Kontakt da, aber es ist nicht zu viel und nicht zu wenig. Warum sind Sie aktuell eigentlich nicht in Paris? Nein, es ist so, dass diese Akkreditierungen nur für zwei Leute möglich sind pro Spieler. Und da war es eben ganz wichtig, dass eben der Alex Stober und der Nico Massou dabei sind. Und da bin ich gern derjenige, der dann einen Schritt zurückgeht. Und ist halt heuer leider Gottes so. Ich hoffe, dass es ab kommenden Jahren vielleicht wieder leichter wird. Aber als Vater hat man halt auch den Vorteil, da gibt es jetzt irgendwie kein Wetteifern mit dem Team. Ja, also für mich ist das Wichtigste, dass es für den Dominic passt. Ja, und das passt jetzt. Ja, und somit ist das für mich in Ordnung, ob ich jetzt dann dort sitze oder zu Hause bin, das ist völlig egal. Jetzt tritt der Dominic ja eh seit
wir ihn kennen und nach wie vor immer noch sehr bodenständig auf und hat auch bei der Pressekonferenz nach den US Open gemeint, er freut sich jetzt am meisten auf die Dinge, die man für Geld gar nicht kaufen kann. Gleichzeitig tritt Rafael Nadal jedes Jahr wieder bei den French Open mit einer sündteuren Uhr auf. Angeblich kostet die 1 Million Euro. Die Geschichte hat jetzt wieder medial für viele Wellen gesorgt oder Wellen geschlagen. Wie sind eure persönliche Meinung dazu? Ist das, was Nadal tut, dekadent? Oder sagen Sie, im Tennis ist halt viel Geld im Spiel, erst recht, wenn man potente Sponsoren hat. Warum soll man das nicht zur Schau stellen? Das ist richtig formuliert. Ich kenne jetzt oberflächlich den Nadal von den Turnieren. Ich habe ihn als extrem nett, oder empfinde ihn als sehr nett und der Dominik versteht sich extrem gut. Die wertschätzen sich auch extrem als Sportler. Der Nadal ist sicher einer der ehrgeizigsten und fokussiertesten Spieler. Wir haben das letztes Jahr bei dem Finale gesehen, beim French Open, ja, wo der einfach so derartig fokussiert und konzentriert an das Match herangegangen ist. Es war unglaublich, wenn man das halt so nah dann miterlebt. Und das andere, ich meine, der hat so viele Grand Slams gewonnen, ja, der hat jetzt Paris 12-mal gewonnen. Also das ist im Endeffekt eine andere sportliche Liga noch. Und davon dekadent zu sprechen, glaube ich, das passt nicht. Also der hat den Uhrensponsor und ja, ich weiß jetzt auch nicht genau den Preis von der Uhr, aber ich glaube, der ist jetzt... Kolportiert werden 1 Million Dollar. Aber ich glaube, dass der jetzt nicht der Typ ist, der das jetzt irgendwie speziell zur Schau tragt, sondern das ist einfach für ihn ein Werbepartner, das passt für ihn. Das hat er, glaube ich, schon jahrelang. Ja. Mhm. Apropos Nadal, ich mag in dieses Thema natürlich auch noch einen sportlichen Spin hineinbekommen. Zumal nicht wenige Experten sagen, ja, heuer könnte er tatsächlich fällig sein. Auch weil die ein bisschen herbstlichen Bedingungen in Paris ihm angeblich nicht in die Karten spielen würden. Viel hat man davon rein sportlich jetzt noch nicht gemerkt, aber wie schätzen Sie ihn denn aktuell an und wie schätzen Sie vor allem die Chancen von Dominik ein, dass sie Nadal, den er ja frühestens im Halbfinale bekommen könnte, knacken kann? Ich glaube, ich würde es jetzt nicht, also nur, nicht, frühesten, auf, sondern ausschließlich nicht nur auf die beiden beziehen, weil man, der Djokovic hat gespielt, Cincinnati gewonnen, dann ist ihm dieser Ausrutscher beim US Open passiert, dann hat er Rom gewonnen, ja, und ist jetzt auch schon wieder in einer bestechenden Form. Der Dominik hat auch trainiert mit ihm in Paris, der Nadal hat gegen Schwarzmann verloren in Rom, hat sich aber wirklich gezielt auf Paris vorbereitet. Und dann gibt es noch einen großen Kreis von potenziellen Siegerkandidaten. Man darf nicht vergessen, der Rublev und der Tsitsipas, die haben beide Finale gespielt in Hamburg, sind am selben Tag noch nach Paris geflogen, konnten dort eigentlich aufgrund der Quarantänebestimmungen nicht trainieren und haben dann beide in der ersten Runde 0-2 Satzrückstand aufgeholt, haben das dann noch umgedreht, gewonnen. Und der Zverev, den darf man nicht vergessen. Für mich einfach, glaube ich, auch der Spieler, der sich vielleicht von den allen in den letzten Monaten am besten entwickelt hat. Also es zählt, es gibt für mich sicher 5-6 Spieler, die das Turnier gewinnen können. Wenn ich jetzt mich auf einen festlegen müsste, dann würde ich mich wahrscheinlich auch auf den Nadal festlegen, allein aufgrund dessen, dass das einfach wie sein Wohnzimmer halt ist. Und ob die Bälle und die Bedingungen jetzt ihm nicht in die Karten spielen, das weiß ich nicht. Also ich glaube jetzt nicht, dass das so große Unterschiede sind von den Bällen. Ja, der Babolat-Ball, der mag vielleicht ein bisschen höher gesprungen sein, mag ein bisschen härter gewesen sein, aber ich glaube, im Endeffekt setzen sich dann trotzdem die besten Spieler durch. Ich mag die Frage ein bisschen wegtransportieren von den French Open und sie auf ein allgemeineres Level hieven. Hadern Sie manchmal eigentlich mit dem Umstand, dass der Dominik ausgerechnet in einer Zeit groß wird oder groß geworden ist, in der die Big Three, also drei der allergrößten und aller Zeiten unter Anführungszeichen vor sich hat, weil er ansonsten vielleicht schon viel mehr Grand Slam Turniere gewonnen hätte? Ich glaube, das muss man von zwei Seiten sehen. Das eine ist, dass es sicherlich Spieler gegeben hat, wie zum Beispiel einen Ferrer oder einen Berdych, ja, dann vielleicht auch noch einen Dimitrov, einen Goffin, die viel mehr in diese Zeit reingefallen sind. Der Dominik ist vielleicht so ein bisschen zwischendrin, ja, weil im Endeffekt geht das jetzt schon zum Ende hin von deren Karriere. Und der Dominik ist jetzt mit 27, 28 eigentlich, der hat jetzt, wenn alles planmäßig verläuft, wenn er gesund bleibt, sicherlich die besten Jahre vor sich, weil ich glaube, heutzutage mit diesen ganzen Physiotherapeuten und mit den ganzen medizinischen Möglichkeiten des Trainings einfach viel geplanter, viel professioneller wie vor 15, 20 Jahren, können die länger spielen und ich glaube, dass der problemlos bis 35 Jahre spielen kann, sofern er das möchte und somit hat er noch 7, 8 sehr, sehr gute Jahre vor sich und vielleicht am Anfang ja, dass er noch in die Hochblüte von diesen Big Three quasi reingefallen ist. Man darf den Mörder, den Wawrinka nicht vergessen, die werden da ganz, ganz gern verschwiegen. Aber ich glaube, dass das auch positive Sachen gehabt hat, weil das Tennis einfach durch deren Präsenz, durch deren Erfolge, durch diese Duelle,
anfangs Nadal, Federer, dann natürlich auch durch den Djokovic, dass das einfach auf ein anderes Niveau gehoben worden ist. Jetzt zeigt sich mit steigendem Erfolg von Dominik natürlich auch das Phänomen, dass, ich nenne es einmal, die Yellow Press-Fragen mehr werden. Man hat das auch bei dieser Pressekonferenz nach den US Open gesehen, als er nach seinem Privatleben gefragt wurde und sich der Dominik da sehr elegant aus der Affäre gezogen hat, wie ich finde, weil er gesagt hat, das würde eh jeder Kontakt oder private Kontakt momentan mit einer Strafe quittiert sozusagen. Ich nehme jetzt nicht an, dass Sie mir verraten, ob der Dominik eine Freundin hat, obwohl das vielleicht die Vera Lischke von der Kronenzeitung interessieren würde. Aber ich mag die Frage trotzdem ganz allgemein stellen. Finden Sie solche Fragen zulässig oder denken Sie, liebe Journalisten, habt ihr keine anderen Sorgen? Ich glaube, der Dominik ist jetzt da schon seit 8 Jahren dabei, seit 9 Jahren dabei. Und du gehst dann einfach routiniert mit diesen Fragen um und die gehören dazu. Ich verstehe es, aber Journalisten brauchen auch immer irgendwelche Aufhänger, brauchen irgendwelche Dinge, die sie halt einfach dann schreiben können, dass die Leute lesen, das ist auch klar. Aber es darf halt nicht zu sehr in das Private gehen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich würde jetzt nie eine so Fotoserie von den privaten 4 Wänden unterstützen, das finde ich, das ist dann zu extrem. Aber die Frage, ob ein Freund hat, ist legitim und ich meine, das kann er dann eh mit Ja und Nein beantworten. Im Moment gibt es eh keine, also gibt es nichts zum Schreiben. Gut, also vielleicht begnügt sich die Vera Lischke auch mit dieser Schlagzeile. Die hört uns nämlich zu. Jetzt, die kann man nicht sehen, aber die steht jetzt auch im Studio. Aber liebe sie Grüße, schreibt schon fleißig, oder? Liebe Grüße, Vera. Jetzt hat Wolfgang Thiem nach dem US Open-Finale ja fast eine mediale Lawine losgetreten, mag ich sagen. Als er erzählt hat, dass es einen Rechtsstreit zwischen dem Team Thiem und Günter Bresnik, dem ehemaligen Trainer und Manager, gibt. Herr Thiem, ist Ihnen das passiert und ist das in der Emotion aus Ihnen herausgepurzelt oder war das schon Strategie und haben Sie gesagt, die Öffentlichkeit soll wissen, was der Stand der Dinge ist? Definitiv. Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass das richtig war und dass das, was ich da gesagt habe, zu dem stehe ich auch. Auf der anderen Seite natürlich hoffe ich, dass es zu einer Einigung kommt. Ja, also wir sind die Letzten, die das unbedingt vor Gericht schleppen wollen. Ja. Aber das wird sich jetzt in den nächsten Wochen hoffentlich zeigen oder weisen, vielleicht, dass man doch eine außergerichtliche Lösung zusammenbringt. Und ich sag das immer wieder, ja, der Günter Bresnik hat einen riesen Anteil an dieser Karriere vom Dominik. Er hat ihn sicherlich zwischen seinem 12. und sage ich einmal 20. Lebensjahr perfekt technisch ausgebildet, auch dann die Jahre danach noch sehr, sehr gut an die Spitze herangeführt. Und irgendwann war halt der Zeitpunkt da, wo der Dominik halt sich nach einem neuen Trainer umgeschaut hat oder neue Inputs wollte. Und ich glaube, dass das ganz normal ist. Und es tut mir halt einfach weh, dass das halt nicht sauber, dass es zu keiner sauberen Trennung gekommen ist. Und ich hoffe halt nach wie vor, dass wir da einen sauberen Schlussstrich ziehen können. Persönliche Gesprächsbasis zu Bresnik gibt es momentan gar keine? Von meiner Seite her nicht, nein. Okay, dann lassen wir das Thema einmal ruhen, weil jetzt habe ich eh lange genug mit dem Vater von Dominik Thiem gesprochen. Jetzt mag ich mit dem Tennisakademie-Inhaber oder Betreiber Wolfgang Thiem sprechen, dessen Tennisakademie, konkret das Austrian Tennis Committee, ja diese Woche den Betrieb aufgenommen hat. Wie ist es denn angelaufen, das Projekt? Das ist eine richtig coole Geschichte eigentlich. Also wir haben uns vor 1,5 Jahren mal zusammengesetzt und wollten irgendwie für das österreichische Tennis was machen, ja, weil der Sport hat jetzt uns so viel gebracht und wir wollten einfach, oder ich wollte im Speziellen was zurückgeben und wir haben da 6 so Tennis-Enthusiasten zusammengetrommelt und wollten dann eigentlich gemeinsam mit dem Verband eine Aktion starten, ja, dass wir mit Sponsoren gemeinsam einfach das Jugendlichen leichter machen, ermöglichen, dass sie Tennis professionell spielen können. Der Verband hat sich dann für einen anderen Weg entschieden, was für mich auch. Ich wollte gerade fragen, wie gut findet der ÖTV dieses Projekt? Oder ist Ihnen das wurscht? Uns ist es jetzt egal und ich bin jetzt eigentlich happy, dass wir den privaten Weg gegangen sind. Ja, warum sich dann der ÖTV dagegen entschieden hat, das weiß ich nicht. Aber wir haben jetzt gesagt, wir machen das privat und ich bin jetzt wirklich auch froh darüber, dass wir diesen Weg eingeschlagen haben. Und wir haben jetzt in Dreiskirchen seit Montag den Betrieb aufgenommen. Wir haben da 3 Hardcourts reingelegt, von der Spielqualität das Beste, was es im Moment gibt, das ist derselbe Boden wie in der Stadthalle. Das heißt, der ist wirklich auf einer sehr dämpfenden Unterlage, der ist von den Spieleigenschaften, von den Dämpfungseigenschaften ähnlich wie Sand. Wir haben 3 unterschiedliche Tempo auf den Plätzen, also der Platz 1 bis 3 von langsam, mittel auf schnell, sodass sich die Spieler auch ein bisschen an die unterschiedlichen Bedingungen gewöhnen können, weil bei den Profis ist es oft so, wenn du also ein Turnier spielst und du spielst auf den großen Plätzen, sind die oft langsamer als wie die,
wie die Außenplätze. Das sind alles Dinge, die man halt im Laufe der Jahre dann sieht und die man halt dann mit einfließen lassen kann. Und das, glaube ich, auch ganz wichtig ist, weil wenn der Dominik heute oder der Dennis oder diese Profis, die hier bei uns trainieren, wenn sich die dann vorbereiten auf ein Turnier, ist es sicher kein Schaden, wenn die auf unterschiedlichen Böden spielen können. Wir haben dann draußen für nächstes Jahr noch den Plan, noch einen zusätzlichen Hardcore zu machen. Wir haben einen Fitnessbereich, wir haben einen Regenerationsbereich. Es ist aber eine kleine Anlage mit 3 Plätzen in der Halle, 3 Plätzen im Freien. Aber ich glaube, dass sie alle Zwecke erfüllt. Und unsere Intention ist, dass wir einfach Jugendlichen, ja, die den Weg zum Tennisprofi gehen möchten, aber vielleicht das eine oder andere finanzielle Problem haben, weil wir wissen, es ist extrem teuer, so eine Ausbildung zum Tennisprofi, die wollen wir unterstützen und denen wollen wir es ermöglichen. Das heißt, dass es bei niemandem daran scheitert, weil der kein Geld oder weil er sich nicht leisten kann, dass er nicht seinen Traum vom Tennisprofi erfüllen kann. Einer, der sich den Traum vom Tennisprofi schon erfüllt hat, ist der Juri Rodionow, der bei den French Open ja richtig stark aufgezeigt hat. Dem darf man was zutrauen in Zukunft? Wie wegweisend war dieses Turnier für ihn? Das habe ich auch schon oft gesagt, der ist ein Riesentalent, ja, weil der war bei der Jugend erste 10, ja, hat er vor 2 oder 3 Jahren die Spring Bowl gewonnen in Österreich. Ja. Riesenpotenzial, ein Linkshänder, ein super Wettkämpfer, der wächst eigentlich mit der Aufgabe. Das ist jemand, dem stört es nicht, vor einem vollen Stadion zu spielen. Da gibt es Spieler, die erstarren halt, wenn sie da reingehen das erste Mal. Ja. Was jetzt in Paris nicht das Problem war, weil da sind nur ein paar Leute gesessen. Aber grundsätzlich wächst er mit der Aufgabe und dem traue ich definitiv zu, dass der unter die ersten 50 kommen kann. Wenn wir heute schon einmal das Thema Trennung gehabt haben, werden Sie jetzt auch nicht überrascht sein, dass ich den Namen Thomas Muster noch in den Mund nehmen mag. Wie viel Kontakt hat denn das Team aktuell zu Muster? Weil Muster? Die Hintergründe über die Trennung, die sind ja nie wirklich an die Öffentlichkeit gedrungen. Ich glaube, er selbst sagt ja noch immer, ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich nicht mehr im Team bin. Er weiß es nicht. Ich glaube, das ist so sein letzter Stand, den er öffentlich kundgetan hat. Das weiß ich gar nicht. Also das war, im Endeffekt war das so ein unbedeutendes Ereignis in Dominik seiner Karriere, dass wir das eigentlich schon wieder vergessen haben und eigentlich das ist für uns gar kein Thema mehr. Was ist denn das nächste große Ziel, das sich der Vater von Dominik Thiem, jetzt muss ich noch einmal den Bogen spannen zu dieser Funktion, vornimmt in der Funktion als Betreuer von Dominik? Wohin soll die Reise noch gehen? Na, ich glaube, dass es jetzt sicherlich sein nächstes Ziel ist, einmal auf Sand das Grand Slam-Turnier zu gewinnen. Ob das jetzt heuer ist, das weiß man nicht. Ich meine, der Zeitpunkt ist jetzt sehr, sehr knapp heuer. Aber ich glaube, dass das schon noch ein Riesenziel von ihm ist. Ja. Aber er hat jetzt sein Grand Slam-Turnier in der Tasche. Ja. Das war ihm extrem wichtig, habe ich eingangs schon gesagt. Und die nächsten Ziele, ich glaube, dass die Nummer 1 dann sicherlich irgendwann ein Thema ist, wobei die Nummer 1 halt immer eine Folge ist von den Turnierergebnissen. Weil ja, vielleicht über, mit dem Grand Slam die Latte natürlich noch einmal höher geschraubt. Er hat über 9000 Punkte jetzt und wenn ich jetzt richtig informiert bin, glaube ich, hat es schon Zeiten gegeben, wo man mit über 9000 Punkten Nummer 1 der Welt war. Also das kommt ja auch immer drauf an. Jetzt diese Regelung aufgrund der Corona-Krise, das ist jetzt eine 1,5-Jahr-Regelung, wo sie die Punkte behalten. Aber Ziele gibt es genug. Ja, also ich glaube, das nächste Ziel ist sicher mal, die French Open zu gewinnen und dann in weiterer Folge Nummer 1. Aber so offen hat es ja Dominik schon ausgesprochen, indem er gemeint hat, also wenn ich dieses Grand Slam Turnier nicht gewonnen hätte und womöglich in der ganzen Karriere kein Grand Slam Turnier gewonnen hätte, dann hätte ich retrospektiv gesagt, naja, vollendet ist die Karriere sozusagen nicht. Wäre die Karriere vollendet, wenn er es zu Nummer 1 nicht schafft? Ich glaube, aufgrund der Erfolge, die der Dominik gehabt hat, werden die Ziele einfach immer höher. Ja, ein anderer wahrscheinlich ist happy, weil er einmal... Und die blöden Fragen von den Journalisten. Weil er einmal 250er-Turnier gewonnen hat. Aber der Dominik hat ja wirklich vom 250er über das 500er mit dem Riesenerfolg damals in Indian Wells eigentlich alles gewonnen. Und jetzt ist noch das Sahnehäubchen quasi gekommen mit dem Grand Slam-Sieg. Aber die Ziele, das ist halt die Frage, wie er jetzt damit umgeht. Und Ziele gibt es genug. Ja, und er muss jetzt einfach das für sich jetzt neu definieren, weil ein Ziel einfach, dieses Grand Slam-Sieg, den hat er jetzt. Und jetzt muss er für sich einfach das neu abstecken, aber ich glaube, dass es ihm an Ziel nicht mangelt. Okay. Ich weiß nicht, wie viel wir dazu beitragen können, aber wir können zumindest versichern, dass wir die Daumen drücken, dass die nächsten Ziele des Dominik Thiem erfüllt werden. Wenn das irgendwas hilft, schaden wird es ja nichts. Vielen Dank für den Besuch, Wolfgang Thiem. Danke fürs Zuschauen und bitte weiter kräftig die Daumen drücken für Dominik in Paris und wo auch immer er dann aktiv sein wird. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.